Hallöchen. Na, ist immer noch spannend. Tja, dann kann sich das ja nur verschlimmern. Also, wenn ihr Spannung als schlimm empfindet. Testsubjekt Morphologie. 1, 5, 11 und 17 Jahre. Ja, dann ist sie wohl noch nicht so alt. Frage ist nur, warum die als Testsubjekt gilt. Was ist das? Okay. 3 Tage Quarantäne. Schaffen wir, ne? Und warum ist hier eigentlich alles kaputt? Das ist die zweite Frage. Wenn hier drin festgehalten wird, frage ich mich, warum die ganzen Sachen, das sieht sehr gesund aus hier alles. Siphon passiv. Wozu die wohl gut sind. Okay. H11, Poetry Book. H 13, Menage. Keine Ahnung, was das sein soll. Mein Arsch wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung, was war das erste? Companion. Hat sich nicht allzu viel getan. Okay, test is dangerous. Failure to follow the quarantine protocol may lead to severe injury or death. Hey, Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zipfern allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, da passiert irgendwas. Was? Gut, dann weiß ich ja jetzt auch, warum es hier keine Reinigungskraft mehr gibt. Verdammt, was machen die mit ihr? Ich hasse solche Testumgebungen, so mit solchen Festschnallstühlen. Da kommst du immer vor wie in so einem billigen Horrorfilm, der aber trotzdem wirkt. Die beobachten sie. Bilder haben sie auf jeden Fall gemacht. Lockpick-Attempt. Also, Dietrich. Testsubjekt. Investigate. Ich kann das nicht so schnell übersetzen. Testsubjekt malt. Also, ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, warum rein von der Erscheinung her scheint es nicht lebensgefährlich zu sein, hier in diesem Turm sich aufzuhalten. Specimen Singing, okay, das hört man ja bestimmt. Ach, das ist ja jetzt langweilig, der Teil. Da hört man ja nichts. Noch was anderes? Auf eurer tollen Kamera hier. Specimen Dancing. Oh ja, gut, das kann man dann schon ein bisschen besser sehen. Aber gab es damals eigentlich schon, ich meine 1912, solche Kameras? Ich hinterfrage das immer alles, aber es interessiert mich halt eben. Wann wurde Farbfernsehen, wann wurden Farbfilme eingeführt?
Ich habe echt gar keine Ahnung gerade. Do not approach Siphon oder Siphon while Specimen is awake. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Wie viele Tage sind das? Warte. 10 Tage wären 5, 6, also 7 Tage sind das. Eine Woche. Naja. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das hiervon ist. Und das ist nicht gespielt, das weiß ich sogar wirklich nicht mehr. Aber der Aufzug wird es ja gleich sagen. Netter Fußboden. Ups. Okay. Ja gut, hier haben die dann gefilmt scheinbar. Stell dir vor, du wirst beim Schlafen gefilmt oder wenn du dich umziehst oder sowas. Testsubjekt-Tracker. Dressing Room. Kleiderraum. Da müssen wir hin. Aber du willst ja doch nicht reingucken, ne? Es ist sie. Ja, sieht mir nicht sehr gefährlich aus. Speisezimmer oder Speisesaal, wer weiß das schon. Ab wann wird da eigentlich ein Unterschied gemacht? Weiß ich gar nicht. Speisesaal? Naja, egal. Was ist? Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Eigentlich doch schon, oder? Du sollst sie doch holen. So, wohin jetzt? Hier nicht. Okay. Dieser Job wird immer mieser. Es geht ganz nach oben. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Hallo? Ach so.
Können wir jetzt auch mal rein? Bibliothek. Oh ja, genau. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Warum baut man so einen Gang hier außen lang? Wer auch immer das geplant hat, eine Statue, das lasst ihr mal bitte wissen, war nicht der perfekte Ort für ein Haus. Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt! Sie müssen gehen! Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen! Kleinen Moment noch! Ich zieh mich gerade an! Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht! Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. So kommen wir raus. Oh ja, da hat jemand Spaß. Also wer kann sich jetzt denken, dass gleich was passieren wird? Ich habe gerade meine Hand hochgehalten. Kommen Sie hier lang! Passt auf, dass ich nicht hier rauskomme! Das wird sich zeigen. Solange wir in dem Turm sind, haben wir schlechte Karten. Aufzug. Wieso? Was ist? Drück den Knopf! Na los! Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Hey! Wir müssen weiter! Er nimmt das Gebäude auseinander! Sei vorsichtig, Elisabeth! Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt! Schnell! Ja, ja, keine Sorge, Mensch! Warte, wo bin ich? Hier oben ist eine Tür! Warum müssen wir eigentlich nach oben? Alter, lass mich mal! Wohin? Rauf! Thank you.
DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind Sie da drin, DeWitt? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Ich glaube, das tun sie nicht. Anna! Anna! Ich soll dem Mädchen alles sagen, was es hören will, solange es sie nur mitkommt. Ja, sagen wir sie ihr, sie kommt in Sicherheit. Und ist weg von diesem Roboter-Vogel-Dings. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie... Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wir auch nicht. Wo ist sie? Und auf einmal ist die Welt wieder in Ordnung. Komisch, ne? Warte. Hilfe, Ziel. Ja, gut, das ist jetzt schon mal. Ich habe jetzt gerade kurz, das wollte ich jetzt nicht während dieser Szene machen, wo wir da aus dem Turm entkommen sind. Das ist. Ich mache die SFX-Lautstärke mal so laut wieder. So. Warum auch immer ich das tue. Jetzt haben wir erstmal unser Nickerchen gehalten. Hallo, na? Ihr baut eine Sandburg, das ist ja wunderschön. Das scheint hier eher so ein... Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Das scheint ja die Elite zu sein hier. Die dürfen mir nicht antworten. Die sind zu gut für mich. Naja, egal, wir müssen eigentlich nur der Musik folgen. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Du. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. President Comstock's personal airship at the First Lady's ever drove. Warum sollten wir gerade mit diesem Luftschiff wegkommen, wenn es dem Propheten gehört? Da kommen wir bestimmt leicht dran. Nein. Erst Film gucken, dann Musik hören. Battleship Bay. Okay, das ist ein sehr informatives Video. Es sagt gar nichts. So. Das ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ich könnte dir ein bisschen von meinem Geld geben. Aber ich kann es auch lassen. Zeiten ändern sich.
Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Ja, eine Orientale, die dürfen doch nicht einfach nach der Uhrzeit fragen. Die haben die gefälligst zu wissen, damit wir sie danach fragen können. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Ein Läufer. So, kein Salz mehr? Hallo? Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Wieso? Ich hab doch gar keine Beine. Ihr habt Probleme. Die Leute hier sind alle ein bisschen verrückt. Hm. Dafür ist die Musik gut. Total zurückgeblieben. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie lebt in Schande. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. Hm. Also, man kann eins sagen. Besonders verängstigt scheinen die Menschen jetzt nicht davon zu sein, dass deren toller Turm gerade eingestürzt ist. Oh, Alkohol. Okay, also dann. Ihr seid stark. Betteln verboten, Kumpel. Hast du die Schilder nicht gesehen? Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl, gut so. Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann eben so. Los, soll das den ganzen Tag dauern? Es ist so heiß. Hat jemand ein Taschentuch? Diese Grippe bringt mich. Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Überall? Ich mache nicht nur Souvenirfotos. Ich bin mir zu 90% sicher, dass eine Galerie in Emporia meine Arbeiten ausstellen wird. Zu 90%. Hast jetzt gut genug geschwärmt? Ihr seid ja alle, die Leute sind ja alle super nett hier. Aber haben, glaube ich, etwas zu viel Erwartungen an... Naja gut, ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja wirklich ein berühmter Fotograf. Ich sollte sie absaufen lassen. Erde aus, denn... Also das ist jetzt aber darwinistisch. Was meinst du damit? Darwin! Charles Darwin! Hey, nicht so laut, ja? Psst, das hat er in diesem verbotenen Turm gelesen. Verbotene Bücher. Geben 3 Tage Quarantäne, weil nach 3 Tagen vergisst du das dann ja wieder. Oder das passiert dann vielleicht nur, wenn du vorher die ganzen Substanzen getrunken hast, die wir heute schon zu uns genommen haben. Deswegen muss ich jetzt gerade mal irgendwie so ein bisschen erholen. Ich habe das Gefühl, die Folge war gut, weil wir die Elizabeth endlich kennengelernt haben. Weil bringen uns das Mädchen und tilge deine Schuld war die Mission und ich denke mal, dass wir die jetzt wenigstens erfüllen können. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich habe während dieser Szene ein bisschen wenig geredet, aber ich glaube, das ist sogar in Ordnung, weil für mich war das eine durchgehende Cutscene. Manchmal finde ich, ist es nicht nötig, wenn man da was zu sagen sollte. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut fandet. Aber ich halte mich auch gerne mal in Cutscenes oder in Story-Erzählmomenten zurück. Wir haben gleich immer noch genug Zeit zum Reden. Also morgen. Nach eurer Bewertung. Am Strand. Von Columbia. Mit schöner Musik.